jetzt einfach mal erstmal zu entdecken von oben. Also bis da, wo wir gerade gebuddelt haben. Sonst haben wir hier bald wirklich die Monster-Apokalypse vor der Haustür. Bis hier. Weil hier beginnt ja dieses Brücken. Diese Brückenformation. Die lassen wir erstmal noch unangetastet. Das ist ein ganz schönes Stück hier. Außen brauche ich das nicht. Wo? Na gut, hier ist es von innen hol. So, bis wo erstmal ist jetzt natürlich die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, ich würde dann sagen, bis hier vorne. Bis hier. Weil hier beginnt ja quasi der Berg erst so richtig. So. Jetzt haben wir einen schönen Bereich abgesteckt. Dann machen wir mal richtig sauber. Dann gibt es zwar etwas weniger Dreck an dem Minecraft-Tag. Aber dafür. Etwas weniger Stein an dem Minecraft-Tag. Dafür haben wir dann den Dreck erstmal grob schon mal weg. Und nehmen uns dann den Hügel vor. Schön von oben runter. Das war eine gute Idee, nur leider zu viele Viecher. Aber wenn hier jetzt Dreck daneben fällt, dafür laufe ich jetzt nicht. Ach, genau das meine ich. Uah! Scheiße. Wir verrecken hier noch in meiner tollen Idee. Denn hier? Hier irgendwo? Ach. Wisst ihr was? Da sind wir schneller. Das müssen wir sowieso machen, sobald wir das Ding hier ausgehöhlt haben, richtig. Müssen wir nochmal ein- und ausloggen, um zu gucken, ob noch Reste in der Luft hängen. Denn später, wenn hier der ganze Berg weg ist, dann noch da dran zu kommen, ist natürlich nicht mehr so schön.
ganzes Inventar voller Dreck. Ich hätte mehr Kisten mitnehmen sollen. Naja, wir haben es ja nicht weit zum Lager. Ich habe auch nicht gedacht, dass hier noch so viel Dreck drauf liegt. So, Inventar voll. Dann erstmal wieder leer machen. Ziemlich hoch. Guck mich nicht so an. Das war's mit dem Traum von zwei Doppelkisten. So, das Wetter, es wird gleich dunkel. Ach du Scheiße. Da haben wir uns hier was eingebrockt. Lager verlegen. Ich werde jetzt erstmal, da es ja noch nicht ganz dunkel ist, gehen wir mal kurz zum Hauptlager. Lernen schon mal den ganzen Dreck aus. Viel vom Hügel haben wir da noch nicht weg. Wenn ich mir das Stückchen hier angucke, bis hier. Oh, steter Tropfen hüllt den Stein, sagt man. Ich verstehe mich einfach mal als der steter Tropfen. So. Uralt abgestandener Energy Drink. Schon fast ohne Kohlensäure. Das kommt davon, wenn man mit dem Sodastream eine Flasche macht und sie ganz hinten in den Kühlschrank stellt. Und dann auf die Idee kommt, die neuen Flaschen immer brav davor zu stellen. Und irgendwann fällt dir ein, oh, die da hinten. Die steht schon lange da. So, die Erde verwahren wir aber. Wir brauchen noch einiges an Erde. War alles voll? Du nicht. Du auch nicht. Du. Und ihr. Ja, wir gucken einfach mal, wo wir euch reinpacken. Dorthin zum Beispiel. Da dorthin. Dahin. Ich nehme noch mal ein paar Kisten extra mit. Und wir werden jetzt so schnell arbeiten, dass wir innerhalb von 2 Tagen dort die Löcher mit Licht geflutet haben und dass dort auch keine Monster mehr spawnen. Das schmeckt ja bitter. Aber irgendwie auch nicht schlecht. Er hat halt diesen bitteren, kräftigen Nachgeschmack. Vielleicht, wenn man ein bisschen schüttelt. Eigentlich habe ich ihn schon geschüttelt. Da hat sich halt unten der ganze Zucker abgesetzt. Wartet. Nee.
Naja. Ich bin ja nicht wählerisch. Ich trinke auch Sachen, die mir nicht schmecken. So, wir waren oben aber noch nicht fertig. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier so eine Art Treppe nach oben graben. Höchstens 3, ach 4. So. Das war's zum Thema Dreck. Jetzt nehmen wir schon mal die ersten 2 reinen Steine runter. Sandstein hätten wir eigentlich auch schon mal 2-3 Stacks mitbringen können. Habe ich also bald komplett weg hier, komplett überbaut, bis auf ein kleines Stück. Auf der anderen Seite die Wüste ist schon fast ein Ozean. Ja, ich sehe es kommen, dass wir irgendwann auch mal für Sand weit reisen müssen. Aber noch haben wir genug davon im Lager. Man von hier runter guckt, das sieht nicht schlecht aus. Hier müsste jetzt ein großes Gebäude hin. Ja, wir wollten ja eine Burg bauen. Vielleicht setzen wir sie dahin. So als Abschluss. Denn jetzt noch so ein richtig hoher Abschluss dort wäre natürlich genial. Haben wir ihn schon ganz schön kastriert von der Höhe. Ein schönes Stück ist weg.
Ja, mal schauen, dass wir die Ebene hier noch wegkriegen, bevor es dunkel wird. Man sieht ja jetzt auch schön am Schatten, wie spät es ist. Wenn der Schatten so langsam in die Richtung wandert, wird es später. Ups. War ich ja noch einen zu hoch hier. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So viel ist es ja nicht mehr. Den Dreck lassen wir jetzt erstmal. Machen wir dann zum Schluss, wenn wir hier alles freigelegt haben. Der geht ja wohl auch noch etwas tiefer. Können wir dann schon wieder eine große Fläche da ausheben. Scheint sauber zu sein. Gut, dann die nächsten zwei können wir ja schon mal anfangen. Schnell noch was essen. Damit haben wir dann die erste Höhle angebohrt. So, jetzt ist der Schatten schon richtig lang. Die Sonne ist auch weg. Das heißt, wir werden jetzt vielleicht noch bis zum Rand kommen und dann wird es Zeit, das Tagewerk ruhen zu lassen. Klingt das nicht toll?